Herzlich willkommen bei Bauchgesteuert TV und damit zu einem weiteren Video. Und heute geht es um das Thai Elite Visum. Es gibt ja unzählige Visas, ja, also die bieten ja hier wirklich eine erhebliche Anzahl an und man hat kaum einen Durchblick, was ich jetzt euch mal zeigen möchte, welche Thai Elite Visa Arten es so gibt, ja, für was ihr euch entscheiden könnt und für was wir uns letztendlich entschieden haben. Starten wir einfach mal damit, dass wir mal ganz kurz hier auf den Desktop gehen. Ja, was ich euch gerne zeigen möchte ist, hier seht ihr zum Beispiel, es gibt das Elite Ultimate Privileg Visum, dann gibt es noch das Elite Access Visum, dann haben wir noch Elite Superiority Extension, ja, Elite Family Premium, also man wird hier wirklich überschüttet. Ja. Worin unterscheiden sich jetzt diese ganzen Visa-Arten? Es gibt hier eine Übersichtstabelle, die habe ich mir zukommen lassen von der Thailand Elite Group. Und zwar sehen wir hier zum Beispiel, es fängt an mit dem 5-Jahres-Package. Es gibt zum Beispiel das Elite Easy Access. Das ist das Standard-Package. Ja, ist natürlich alles hier für Foreigners gemacht. Das gilt 5 Jahre und kostet 500.000 Thai Baht, ja, zum Zeitpunkt dieses Videos. Dieser Preis, der wird jetzt ab dem 01.01.2021 wird der Preis jetzt angehoben auf 600.000 Baht. Allerdings ist es so, ich zeige euch das noch mal ganz kurz hier in dieser Übersicht hier, das ist auf der Seite von thailandelite.com. Hier wurde das auch erwähnt, ja, also hier hat man jetzt aber die Möglichkeit, wenn man sich noch vor dem 31. Dezember bewirbt und man bekommt dann quasi diesen Approval Letter und bezahlt innerhalb der 30 Tage, dann bezahlt man noch zum normalen Preis von 500.000 Baht. Ja, wenn man sich aber dann nach dem 1. Januar 2021 bewirbt, dann kostet das Ganze 600.000 Baht. Allerdings, wenn man vorhat, nach diesen 5 Jahren länger zu bleiben, dann bietet sich hier Folgendes an. Also dann wird der Preis nicht unbedingt teurer sein, weil man zahlt dann quasi nur noch 400.000 Thai Baht und kann damit upgraden zum Elite Superiority Extension. Und dieses Visum kostet sowieso 1 Million Baht. Also man zahlt, man hat quasi nur eine höhere Anzahlung von 600.000 Baht, zahlt dann 400.000 Baht nochmal extra drauf, falls man vorhat, auf diese 20 Jahre zu verlängern, also sprich um weitere 15 Jahre zu verlängern. Ja, und damit ist es nie unbedingt teurer. Ich habe dann auch nachgefragt beim Thai Elite Team und habe gefragt, was ist, wenn man sich jetzt schon vorher bewirbt, also wenn man diese 500.000 Baht dann bezahlt, hat man dann trotzdem noch die Möglichkeit abzugraden auf dieses Elite Superiority Extension, und die haben gesagt, ja, das geht, man zahlt dann einfach weitere 500.000 Baht. Das heißt, man kann sich jetzt wirklich in diesem Jahr noch bewerben, die 500.000 Baht bezahlen, und falls man vorhat, abzugraden auf diese 20 Jahre hier, dann ist das kein Problem. Man zahlt einfach nur noch 500.000 Baht on top. Alle anderen können das gern auch im neuen Jahr machen. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier auch noch das Elite Family Excursion. Gilt auch für 5 Jahre. Was ich hier noch nicht so ganz durchschaut habe, ist dieser 800.000 Baht Preis. Ja, weil man muss mindestens zu zweit sein, um dieses Package hier zu buchen oder um dieses Visum hier zu buchen. Jetzt hat sich für mich die Frage gestellt, kostet das dann zu zweit 800.000 Baht, also sprich pro Person 400.000 Baht. Oder was ich eher annehme ist, dass die Person 1, ja, also der sogenannte Core Member, die sprechen ja immer von einem Core Member, also jemanden, auf dem dieses Family Excursion Visum zugelassen ist, dass diese Person 800.000 Baht bezahlt, ja, und jede weitere Person zahlt ja, wie es auch hier steht, Additional Family Member Fee, ja, jede weitere Person zahlt hier dann 300.000 Baht. Ja, da sind wir zusammen bei 1,2 Millionen Baht. Und wenn man das jetzt durch 2 teilt, ja, dann kommt man quasi auf 600.000 Baht pro Person. Allerdings, und Achtung, ja, bei mir und meiner Lebensgefährtin ist es ja so, wir sind nicht verheiratet. Das heißt, dieses Family Excursion zählt natürlich nur, wenn ihr verheiratet seid, also wenn ihr ein Ehepärchen seid oder eben Mutter mit Kind, Vater mit Kind, wie auch immer. Ja. Oder ihr seid ein Pärchen, seid verheiratet und seid dann schon in Thailand und bekommt noch ein Kind, dann könnt ihr für jede weitere Person könnt ihr 300.000 Baht bezahlen. Ja.
Und damit hat sich das hier unten steht dann auch noch, das zählt dann auch noch für Step-Parents, also Stiefeltern, ja, Spouse, Verheiratete, Stiefkinder, Kinder, also oder auch für die Eltern ganz normal. Also alle sind quasi damit abgedeckt, ja. Zählt auch 5 Jahre. Dann kommen wir noch zum neuen Visum, das Elite Maxima Health Visum. Das ist jetzt neu dazugekommen. Gilt auch für 5 Jahre, kostet allerdings schon 1,5 Millionen Thai-Baht. Und die Altersbeschränkung, die greift ja zwar von 5 bis 55 Jahre. Also man sollte nicht jünger sein und man sollte auch nicht älter sein. Dann zählt das hier nicht, dann kann man das nicht buchen. Und es ist genauso 5 Jahre lang gültig. Kommen wir zum Elite Privileg Access. Ja, das ist auch hier 10 Jahre Gültigkeit hat das. Kostet 1 Million Baht. Und für Additional Members, das haben wir hier auch noch, ist auch noch mit dazu gekommen, zahlt man hier 800.000 Baht. Also weitere Familienmitglieder passen hier auch rein. Ja. Warum das jetzt dann hier nichts mit Family zu tun hat, das ist die Frage. Aber ich nehme mal an, vielleicht muss man hier nicht verheiratet sein. So, das ist dann alle 5 Jahre wird dieses erneuert. Ja. Also falls ihr euch jetzt fragt, was dieses 5 Years Renewable zu bedeuten hat. Und zwar, wenn ihr dieses Elite-Visum bekommt, dann bekommt ihr das in euren Passport geklebt, in euren Reisepass geklebt. Und dieses Visum ist nur 5 Jahre gültig. Also die kleben euch kein 10-Jahres-Visum da ein, sondern nur ein 5-Jahres-Visum. Und ihr müsst dann alle 5 Jahre dieses Visum erneuern lassen. Ja, das ist aber kein Problem. Das machen die in ihrem Büro oder wahrscheinlich müsst ihr dann zur Botschaft gehen, wie auch immer. Aber die helfen euch da, die unterstützen euch dabei. Also ihr könnt, sobald ihr dort Mitglied seid, die beantworten euch wirklich jede noch so blöde Frage, die ihr nicht kapiert. Also glaubt mir, ich habe denen unzählige Fragen gestellt und es wurde alles super schnell und einfach beantwortet. Ja. Dann haben wir hier nochmal Elite Family Alternative. Ja, das gilt dann 10 Jahre. Da haben wir dann einen Preis von 800.000 Baht und jeder, der dazu kommt, kostet 700.000 Baht, aber eben 10 Jahre. Dann haben wir eben noch das erste, von dem ich gesprochen habe. Wenn ihr upgraden möchtet, dann also quasi vom Elite Easy Access ja, zum Elite Superiority Extension auf 20 Jahre. Das könnt ihr auch euch gleich kaufen. Ja, das kostet dann halt gleich sofort 1 Million Baht. Ja, schauen wir noch mal ganz kurz die Preise, was 500.000 Baht ausmachen. Das habe ich vorhin mal eingetippt. Ja, Stand heute. Wir haben heute den, was haben wir denn heute? Den 16. Dezember. Und hier 500.000 Baht, ja, entsprechen momentan circa 13.656 €. Ja, und im Prinzip ist dann 1 Million Baht genau das Doppelte. Und da sind wir dann bei 27.312 €. Ist eine happige Summe, muss ich sagen, ja, aber. Je nachdem, was einen so wert ist, also wenn man in Thailand leben möchte, unbeschwert leben möchte, ausreisen, einreisen, ohne dass man sein Visum quasi, also man muss ja immer Re-Entry-Visas dann auch kaufen, ja, also nehmen wir an, du hättest ein Visum, ein Rentnervisum, wie auch immer, was in deinem Passport drin klebt, dann müsstest du ja jedes Mal, wenn du ausreist, müsstest du quasi ein Re-Entry-Visum beantragen, das kannst du einmal machen, kostet, ich glaube, 1000 Baht, ja, und dann kannst du auch ein Multiple-Entry Re-Entry-Visum beantragen, da zahlst du dann 4.000 Baht oder nur 3.000, glaube ich, weiß nicht, aber das lohnt sich dann eben erst, wenn du viermal ein- und ausreist, ja. Also, und das fällt eben alles weg mit diesem Thailand-Elite-Visum und dann kannst du hier quasi so lange, so oft wie möglich ein- und ausreisen, wie du Lust hast, ja. So, dann gibt es hier noch die ganz krassen Packages, ja, wir haben hier zum Beispiel, gut, das können wir auch mal hier durchgehen, ja, das kostet hier 1 Million Baht. One time only to immediate family, subject to validity. Das habe ich noch gar nicht so gecheckt hier, das Ganze, ja. Aber was man hier dann zahlt, noch eine jährliche Gebühr von 10.000 Baht extra mit drauf. Auch alle 5 Jahre, klar, wird es erneuert, das Ganze. Und stimmt, hier steht das schon hier, ja. Das läuft dann auf den Core Member sozusagen. Das heißt, das zählt so lange. Das Visum des Core Members, also des Kernmitglieds, zählt, ja. Also so lange gilt dieses Visum hier. Und das Gleiche haben wir ja auch noch beim Elite Ultimate Privileg, ja, das gilt dann 20 Jahre, kostet gleich 2 Millionen Thai Baht, ja.
Und das, hier haben wir auch noch eine Fee, also eine Gebühr dabei von 20.000 Baht im Jahr. Ja, und hier haben wir noch Age Requirement 20 Years or Over. Also ab 20 Jahren bekommt man hier dieses Visum. So, und was jetzt diese ganzen Visas unterscheidet, mal abgesehen vom Preis, ja, und von der Dauer des Aufenthalts, ja, wo man jetzt erlaubt ist, dann im Land zu bleiben quasi, sind hier unten diese ganzen Features noch, ja. Es gibt zum Beispiel hier diesen Limousinen-Service, Adventure Activities, ja, Golfkurs, Boxing Class, Outdoor Activities, Relaxation, Aromamassage, Thai-Massage, Fußmassage. Dann haben wir noch hier Healthcare ist mit dabei teilweise. VIP-Service, ja, dann haben wir noch diesen Airport-Service, also sprich, man kann in die VIP-Lounge gehen. Es gibt auch einen bestimmten Limousinen-Service, den hatten wir hier oben schon, genau. Da wird man dann quasi abgeholt, aber immer wenn man internationalen Flug hatte, ja, also Domestic Flights, die gelten nicht, sondern nur die internationalen Flüge. Und ja, es gibt noch viele andere Benefits. Im Prinzip, ich bin auf das Ganze hier gar nicht so eingestiegen, weil ich persönlich, es ist eine feine Sache, ja, wenn man jetzt wirklich sehr, sehr viel Geld hat und man möchte das Ganze jetzt sich auch hier leisten können, dann kann man sich das ja auch wirklich gönnen, ja. Aber wir haben uns dann letztendlich doch für das Elite Easy Access hier entschieden. Wir haben hier einen Limousinenservice dabei, 24 Mal im Jahr quasi. Und da ist mit drin, dass wir hier quasi auf eine Distanz von 50 bis 80 Kilometern, ja, würden wir dann vom Flughafen abgeholt werden und dann auch zu unserem Haus, Wohnung, Hotel, wie auch immer, würden wir dann hingefahren werden. Ja, und das bis zu 24 Mal im Jahr. Was noch mit dabei ist, haben wir hier diesen VIP-Service, also Airport-Service, VIP-Lounge, Elektro-Cards, was auch immer das heißen mag. Ja, 90-Days-Report. Also die machen auch den 90-Days-Report dann für euch. Also wenn ihr alle 3 Monate diesen 90-Days-Report machen müsst, das tun die für euch. Soweit ich aber weiß, nur im ersten Jahr. Aber beim 90-Days-Report ist es jetzt mittlerweile so, dass man das online machen kann, also sprich via Smartphone-App, und somit sollte das auch kein Problem mehr sein. Ja. So ein Government-Concierge, Banking-Services mit dabei, also die helfen euch dann auch quasi ein Bankkonto aufzumachen. Other Benefits, Special Discount. Ja. Also im Prinzip uns juckt das eh nicht, ja. Also mit dem Abholen, Limousinen-Service, das ist eine ganz nette Sache. Für uns, wir wollen einfach nur diese 5 Jahre unbeschwert in Thailand leben. Eventuell mit der Option abzugraden auf diese 20 Jahre. Darauf legen wir jetzt Wert, ja. Falls du dich dafür interessierst, musst du natürlich schauen, was dein Package hier sein kann. Aber ich sag mal so, 500.000 Baht ist schon ein happiger Preis, ja, das zahlt man nicht einfach mal so. Die Sache ist die, wenn man es mal runterrechnet, die 500.000 Baht, ja, also jetzt ungefähr 1 Euro, dann kommt man so auf circa 200, so, ja, Pi mal Daumen um die 200 € im Monat. Ich persönlich finde es nicht teuer, aber wenn man das eben auf einmal bezahlt, ja, diese 13.500 €, das ist schon sehr, sehr teuer, ja. Nichtsdestotrotz, uns ist es das wert. Wir möchten in Thailand leben und diese 5 Jahre, die sind sozusagen ein Türöffner, um einfach mal zu schauen, passt das, ja, die 5 Jahre, also weiter wollen wir jetzt auch noch nicht denken, aber wenn es denn passt und man hat noch die Möglichkeit abzugraden auf diese 20 Jahre, dann finden wir, ist das wirklich eine super Sache. Okay, also, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich konnte dir hier ein bisschen weiterhelfen. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie doch gern unterhalb des Videos in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen hoch, unterstütze unseren Kanal damit. Jeder Daumen hoch und jede Frage quasi unten in der Beschreibung oder in der Kommentarsektion, ja, hilft unserem Video und damit unterstützt du uns. Und wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist. Und wir wünschen noch alles Gute. Gute und bis bald.